Was gesagt wird, Aufrüstung ist Sicherheit. Die Aufrüstung gewährleistet unsere Sicherheit. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Auf dem Territorium der NATO-Staaten leben 10% der Weltbevölkerung. Aber die NATO-Staaten kontrollieren aktuell schon 60% der globalen Militärausgaben. 60%, mehr als die Hälfte. 12-mal so viel übrigens wie Russland, das jetzt auch aufrüstet, das ja Krieg führt und das jetzt eine Kriegswirtschaft hat. Und trotzdem haben wir immer noch in der NATO 12-mal so viel Militärausgaben. Und da wollen sie uns weismachen, dass wir noch mehr aufrüsten müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Was glauben die, wie blöd wir sind? Wir lassen uns doch nicht für blöd verkaufen. Wir brauchen das Geld für Schulen, Krankenhäuser und unsere Leben und nicht für den Tod und für Waffen.